Oh. Oops, oops, something with the hand. The spring is not strong enough. Ich würde sagen, im äußeren Erscheinungsbild ist Roboy nicht wesentlich menschenähnlicher als andere humanoide Roboter. Wo er menschenähnlicher ist, das ist das Muskelsehnensystem. Also wir haben versucht, nicht nur das äußere Erscheinungsbild nachzumachen, sondern auch die innere Struktur, also mit Knochen, Gelenken, Muskeln und Sehnen. Das hat den Vorteil, dass man das Gewicht nicht auf den Armen oder den Beinen hat, sondern ich kann das Gewicht wirklich auf dem Torso haben. Das hat den Nachteil, dass sehnengesteuerte Systeme schwieriger zu steuern sind. Roboy hat ein relativ beschränktes Bewegungsrepertoire, aber dann sind das doch sehr natürliche, menschenähnliche Bewegungen. Er kann auch minimal interagieren, er kann bestimmte Dinge sagen, versteht aber Sprache nicht. Er kann verschiedene Gesichtsausdrücke aufsetzen. Er sollte können, einem Gesicht beispielsweise mit den Augen, mit dem Kopf folgen. Das ist ja auch so ein elementarer Reflex. Und dann, wenn wir Glück haben, wird er auch in der Lage sein, Gesichter zu erkennen und wiederzuerkennen. Für mich ist das eigentlich jetzt ein Anfang. Nicht jetzt können wir anfangen, mit Roboy zu arbeiten. Was er noch nicht kann, ist beispielsweise Gehen. Er hat zwar Beine, aber das Gehen mit sehnengesteuerten Systemen ist ein Problem. Und da sind wir jetzt daran, uns zu überlegen, wie wir das hinkriegen können. Give me your I know what's causing that thing. Also die Frage, wie Bewegung und Intelligenz zusammenhängt, ist natürlich spannend und wir haben uns in den letzten 20 Jahren vor allem damit auseinandergesetzt. Und je mehr man das untersucht, desto direkter sieht man den Zusammenhang zwischen der physikalischen Bewegung in der Umwelt und der Informationsverarbeitung des Gehirns, sprich Intelligenz. Was ganz wichtig ist, und das können wir jetzt mit dieser Roboy-Plattform untersuchen, ist, dass bei natürlicher Intelligenz im Gegensatz zu, sagen wir, Maschinenintelligenz zu einem Computer, wir immer handeln in der Umwelt und jede Handlung hat eine Veränderung der Sensorstimulation zur Folge. Und das ist am Menschen selbst schwierig zu untersuchen, weil wir können dort die Sensorstimulation nicht messen. Aber mit so einer Plattform, da können wir natürlich einfach alles registrieren und das dann entsprechend analysieren. Wenn man sich für natürliche Intelligenz interessiert, da ist es ganz, ganz von zentraler Bedeutung, dass das Gehirn oder eben was wir heute Intelligenz nennen, was wir Denken nennen, evolutionsgeschichtlich gesehen, über Millionen von Jahren immer als Teil eines ganzen Organismus entstanden ist und dieser Organismus musste mit der Umwelt interagieren, in dieser Umwelt überleben und sich reproduzieren. Ich denke, dass wir in 50 Jahren noch viel mehr von dieser Art Technologie haben werden, also diese Cyborg-Technologie, wo man versucht, technologische Systeme mit biologischen Systemen zu koppeln, direkt mit dem Nervensystem. Wir werden in Zukunft immer mehr mit Technologie interagieren. Wir interagieren schon heute sehr intensiv mit Technologie, siehe Mobiltelefon. Und im Gegensatz zu einem Mobiltelefon hat ein Roboter die Möglichkeit, sich in der realen Welt zu bewegen und dort Aufgaben für uns zu verrichten. Also denke ich, dass die Idee, dass eben die Roboter aus den Fabrikhallen rauskommen in unsere Umwelt, die hat eine sehr große Zukunft. Aber wahrscheinlich ist es wie
wir haben ja schon viel Technologie, die eigentlich wie, soziale, wie ein sozialer Partner funktioniert. Wir reden mit unseren Autos, wir reden mit unseren Computern. Das heißt, das sind ja schon soziale Partner. Das heißt, der Schritt jetzt von einem Roboter, humanoid oder nicht, aber wenn er humanoid ist, umso mehr, dass er zu einem sozialen Partner wird in dem Sinne, das ist eigentlich schon lange gegeben. Er muss nicht einmal wahnsinnig viel können, damit das stattfindet. Man kann ja auch eine Puppe nehmen oder einen Teddybär, das ist ja auch ein sozialer Partner, ein Interaktionspartner, der eigentlich gar nichts kann. Wenn wir jetzt einen Roboter bauen, der ansprechend ist, der positive Gefühle auslöst bei den Leuten, dann denke ich, machen wir zumindest einen Schritt in die richtige Richtung, also dass wir das Image der Robotik eigentlich verbessern möchten.